Wer rastet, der rostet. In dieser Lebensweisheit steckt viel Wahres, vor allem wenn es um unsere Muskeln und Gelenke geht. Kinder und Jugendliche machen intuitiv selbstverständlich Sport in ihrem Alltag, doch wenn wir älter werden, dann geben wir diese Gewohnheit gerne einmal auf. Und das hat ernste Konsequenzen. Wenn wir Muskeln verlieren, dann verlieren wir natürlich auch an Kraft und Ausdauer und Schnellkraft und verlieren so auch Fähigkeiten wie Koordination, Beweglichkeit oder auch das Balancevermögen, weshalb auch das Sturzrisiko im Alter enorm steigt. Das Thema Muskelaufbau und Krafttraining ist aber nicht nur für die Männer relevant, sondern eben auch für uns Frauen, denn bei uns steigt auch das Risiko für Osteoporose im Alter. Umso wichtiger ist, dass wir wirklich ein stabiles Muskelgerüst haben. Doch gibt es Unterschiede beim Muskelaufbau zwischen Männern und Frauen und wie viel Muskelmasse kann eine Frau überhaupt aufbauen? Welche Übungen sind vielleicht da besonders effektiv? All das erkläre ich dir heute in dem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen zurück im Bitterland. Ich bin die Lisa, ich bin Physiotherapeutin und ganzheitliche Ayurveda-Gesundheits- und Ernährungsberaterin. Und hier im Bitterland gibt es jede Woche Sonntag ein neues Video zum Thema ganzheitliche Gesundheit. Wenn das dein Thema ist, dann solltest du unbedingt unseren Kanal abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Es gibt tatsächlich einige Unterschiede bei dem Muskelaufbau zwischen Männern und Frauen. Und das liegt vor allem daran, dass Männer von Natur aus einfach mehr Muskelmasse haben. Das kommt vor allem durch den höheren Spiegel von Testosteron. Wir Frauen haben einfach genetisch veranlagt mehr Fettanteil im Körper. Aber das ist keine Ausrede, denn auch wir Frauen sind dazu in der Lage, Muskeln aufzubauen und eine schöne, definierte Körperform zu bekommen. Das Ausmaß des Muskelaufbaus hängt aber von verschiedenen Faktoren ab. Natürlich, was für ein Training du machst und wie intensiv du trainierst, aber auch deine Ernährung spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle und natürlich auch deine genetische Veranlagung. In der Regel können Frauen etwa 0,5 bis 1 Kilogramm Muskelmasse pro Monat aufbauen, abhängig von ihrer individuellen Voraussetzung. Und mittlerweile wurde sogar bewiesen, dass das Krafttraining, also der Muskelaufbau, sogar im Kindes- oder auch Jugendalter schon super vorteilhaft ist für unsere Gesundheit, besonders bei uns Frauen, da so auch das Risiko für Osteoporose im Alter reduziert wird. Kurz gesagt, das Krafttraining hat positive Auswirkungen auf die Knochendichte der Frauen. Frauen stehen im Vergleich zu den Männern vor einer zusätzlichen Herausforderung, denn unabhängig von der Phase des Menstruationszyklus wird von uns Frauen erwartet, dass wir jederzeit die gleiche Leistung bringen können. Dabei weiß man ja mittlerweile, dass unsere Hormone uns extrem beeinflussen und wir gar nicht zu jedem Tag die gleiche Leistung bringen können. Je nach Zyklusphase und Hormonhaushalt kann es schwierig sein, einem strikten Trainingsplan zu folgen, der jeden Tag das Gleiche von dir fordert. Viel sinnvoller und effektiver im Kraftsport ist es, wenn du dich auf deinen Zyklus abstimmst, um so deine persönlichen Höchstleistungen zu erreichen. Und deswegen kann es zum Beispiel hilfreich sein, wenn du die Trainingsintensität während deiner Menstruationsphase, also während deines persönlichen Winters, etwas reduzierst, um sie dann zum Beispiel während deines Eisprungs wieder erhöhst, denn hier hast du einfach mehr Kraft und vielleicht auch mehr Motivation. Um die Muskulatur wirklich zum Wachsen zu bringen, also um Wachstumsreize zu setzen und die Muskeln zu stimulieren, sind zwei Aspekte sehr, sehr wichtig beim Muskelaufbau. Das ist einmal die ausreichende Intensität und die progressive Überlastung. Denn dein Körper ist wie ein ökonomisches Objekt. Er will immer gleich bleiben, quasi wie ein Gewohnheitstier. Das heißt, du musst mit den Reizen über das gewohnte Maß hinausgehen, damit sich dein Körper wirklich auch anpasst und die Muskulatur wächst. Neben einem intensiven Training spielt aber natürlich auch die ausgewogene Ernährung eine wichtige Rolle. Versorge dich hier immer mit ausreichend vollwertigen und komplexen Kohlenhydraten, damit du mit ausreichend Energie versorgt bist, aber natürlich auch mit pflanzlichen Proteinen, denn die sind eben wichtig für den Erhalt und Aufbau deiner Muskulatur. Aber vergiss auch nicht die gesunden Fette, denn die sind auch besonders wichtig für deinen Hormonhaushalt. Ich blende dir hier auch nochmal eine Übersicht ein mit den verschiedenen Makronährstoffen, das heißt Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten und passenden gesunden Lebensmitteln, die du vielleicht in deinen Speiseplan integrieren kannst.
Es gibt bestimmte Muskelgruppen, die für uns Frauen besonders relevant sind, wie zum Beispiel die Beckenbodenmuskulatur. Die sollten wir keinesfalls vernachlässigen, wenn wir im Alter nicht inkontinent werden wollen. Besonders, wenn wir schon mal schwanger waren oder sogar eine Geburt hatten, denn dieser Prozess ist natürlich eine Belastung für den Beckenboden und auch während der Schwangerschaft werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, die sich auf die Beckenbodenmuskulatur und auf das Bindegewebe auswirken. Und wenn wir Frauen dann in die Menopause kommen, dann kommt es zu einem Östrogenmangel und das verändert auch wieder die Beckenbodenmuskulatur. In dieser Lebensphase kann es nämlich dazu kommen, dass sich die Muskelkraft des Beckenbodens verringert, die Elastizität und auch die Gewebequalität. Und umso wichtiger ist es, dass wir eben unsere Muskelkraft erhalten. Schreibe mir auf jeden Fall gerne mal unten in die Kommentare, wenn du Lust auf ein ausführliches Video zum Thema Beckenboden hast, denn das würde sonst hier den Rahmen etwas sprengen. Aber trotzdem möchte ich dir jetzt eine Übung zeigen, die unter anderem auch die Beckenbodenmuskulatur mittrainiert. Die Übung ist das sogenannte Bridging oder die Brücke oder die Schulterbrücke, wie sie im Yoga heißt. Du kommst dafür in Rückenlage und stellst deine Beine einmal auf, die Knie und die Füße schauen parallel nach vorne. Und jetzt versuchst du über die Muskelkraft deiner Po-Muskulatur dein Becken leicht anzuheben. Hier solltest du jetzt die Aktivität in deinem Gesäß spüren, aber auch in deiner Oberschenkelrückseite. Gerne kannst du hier oben kurz in dieser Position verweilen oder du gestaltest die Übung dynamisch und setzt dein Becken immer wieder ab und kommst dann wieder nach oben. Die Beckenbodenmuskulatur arbeitet mit der Gesäß- und Hüftmuskulatur zusammen und wird dementsprechend hier bei dieser Übung auch mit aktiviert. Du kannst aber natürlich versuchen, auch ganz bewusst bei dieser Übung zusätzlich noch deinen Beckenboden anzuspannen. Eine weitere klassische Übung für deinen Körperschwerpunkt, deine Körpermitte, sind zum Beispiel auch die Squats, also die Kniebeugen. Denn diese trainieren nicht nur deinen Po und deine Beinmuskulatur, sondern auch deinen gesamten Rumpf. Squats sind eine anspruchsvolle Übung, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig aktiviert. Dadurch erhöht sich auch die Stoffwechselrate und der Körper verbrennt auch mehr Kalorien, sowohl während des Trainings als auch in der Erholungsphase danach. Achte hierbei immer auf die richtige Ausführung, vor allem wenn du mit Gewichten trainierst. Eine gute Form, das angemessene Gewicht und auch Progression sind also ganz, ganz wichtig und entscheidend. Probier doch gerne mal die Übung vor einem Spiegel aus oder lasse dich bestenfalls auch von einem qualifizierten Trainer oder einer Trainerin bei der Übung beraten, um einfach die richtige Technik zu erlernen. Die nächste Übung sind die Planks, also der Unterarmstütze. Hier gibt es ja auch wieder verschiedenste Varianten. Und diese Übung ist eben auch wieder wunderbar für deine Körpermitte. Sie stabilisiert dich, bringt dich in eine aufrechte Haltung und unterstützt auch einfach deine Wirbelsäule. Auch bei dieser Übung gibt es verschiedene Varianten. Wenn du Anfängerin bist oder Rückenprobleme hast, dann starte am besten erstmal auf den Knien. Stütze dich dann auf deine Unterarme, die parallel nach vorne ausgerichtet sind. Versuche diese Position für 30 Sekunden zu halten. Steigere die Zeit dann gerne im Laufe deines Trainings. In der fortgeschrittenen Variante stützt du dich auf die Unterarme und auf die Füße und versuchst diese Position zu halten. Du kannst die Übung auch dynamischer gestalten und ein bisschen mehr Bewegung reinbringen. Probier dich einfach gerne mal aus und schau einfach mal, was dir Spaß macht. Für straffe Arme sind zum Beispiel die Trizep-Dips, die Bizep-Curls oder auch die klassische Liegestütze wunderbar geeignet und sehr effektiv. Die Trizep-Dips sind eine super Übung gegen die klassischen Winkearme. Du kannst die Übung überall ausführen und brauchst dafür einfach nur einen Stuhl, eine Bank oder einfach eine Couch. Stütze dich mit deinen Handballen auf dem Stuhl ab, die Arme sind gestreckt. Stelle die Beine vor dir auf, sodass die Knie gebeugt sind und deine Füße nach vorne schauen. Löse nun langsam die Spannung in deinen Arm, sodass sich der Ellenbogen beugt und du deinen Trizeps exzentrisch anspannst. Versuche die Übung schön langsam auszuführen und strecke dich dann wieder mit voller Kraft nach oben, um den Trizeps konzentrisch anzuspannen. Versuche diese Übung mindestens 10 bis 12 Mal zu wiederholen. Vielleicht kannst du dir auch sogar noch ein Gewicht auf den Schoß legen, um die Intensität etwas zu steigern. Die klassische Liegestütze ist wie gesagt ebenfalls eine wunderbare Übung, nicht nur für deine Arme, sondern auch für deine Brustmuskulatur und auch deinen gesamten Rumpf, denn du musst ja dabei schön stabil bleiben. Aber die klassische Liegestütze ist häufig noch etwas zu schwierig, wenn du gerade erst mit deiner Fitnessroutine anfangen möchtest. Deswegen zeige ich dir hier eine Alternative. Stütze dich dafür einmal auf deine Hände und auf deine Knie und versuche jetzt, dich langsam auf den Boden zu legen. Deine Ellenbogen bleiben dabei schön nah an deinem Körper. Drücke dich dann wieder nach oben und wiederhole die Übung.
Es geht hierbei auch wieder um das exzentrische Nachlassen. Du solltest diese Übung vor allem in deiner Armrückseite, in deinem Trizeps spüren. Und wenn das dann schon ganz gut klappt, dann kannst du hier auch mal die Frauenliegestütz ausprobieren, indem du einfach mit deinen Knien auf dem Boden die Liegestütz probierst. Bau hier erst einmal langsam deine Muskulatur auf, bis du dann die klassische Liegestütz schaffst. Achte dabei darauf, dass deine Hände nach vorne schauen und etwa auf Brusthöhe auf dem Boden sind. Und jetzt möchte ich gerne noch ein Thema ansprechen, was viele Frauen beschäftigt und was leider irgendwie immer noch ein Tabuthema ist, nämlich die Zellulite. Und ich kann dir sagen, fast jede Frau hat das und du brauchst dich dafür auf gar keinen Fall schämen. Zellulite tritt auf, wenn das Fettgewebe unter der Haut durch das Bindegewebe durchgedrückt wird und kleine Unebenheiten auf der Hautoberfläche verursacht. Bei Frauen hat das Bindegewebe einfach eine etwas andere Struktur als bei Männern, weshalb wir einfach die Veranlagung dafür haben und die Anfälligkeit somit höher ist. Aber lässt sich jetzt die Zellulite einfach wegtrainieren? Zellulite ist nicht ausschließlich von den Muskeln abhängig. Es gibt mehrere Faktoren, die das einfach begünstigen. Dazu gehört zum Beispiel die genetische Veranlagung. Das heißt, es kann einfach sein, dass du von Natur aus schon ein lockereres Bindegewebe hast und einfach mehr zu Zellulite neigst. Es kann aber auch am Körperfettanteil liegen, denn je mehr Fett du hast, desto mehr Fett möchte sich natürlich durch das Bindegewebe durchdrücken. Regelmäßige Bewegung und Krafttraining können jedoch dazu beitragen, das Erscheinungsbild von Zellulite zu verbessern, indem die Durchblutung und der Stoffwechsel angeregt werden und natürlich auch der Fettanteil reduziert wird. Am Ende möchte ich dir noch sagen, es ist super wichtig, dass du vor allem Spaß und Freude an deinem Krafttraining hast, damit du das auch wirklich langfristig durchziehst. Setze dir auf jeden Fall auch immer realistische Ziele, denn sonst bleibt man einfach nicht motiviert und ist dann eher frustriert und achte auch auf deinen Körper. Also schau vielleicht auch mal auf deinen Zyklus und arbeite mit deinem Körper zusammen anstatt gegen ihn. Ich hoffe, ich konnte dir mit den Tipps weiterhelfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir gerne einen Daumen nach oben und falls du noch andere Tipps und Inspirationen hast, immer gerne her damit, ab in die Kommentare. Ich freue mich, wenn du nächste Woche Sonntag wieder hier im Bitterland einschaltest. Bis dahin, bleib schön fit, deine Lisa.